Ja, meine Lieben, willkommen zurück. Es geht weiter. Und hier kommt gerade so ein Tippi, so ein Gegner. Dingens Tippi. Ja, es geht weiter. Und natürlich geht's hier außen weiter. Den Weg, den ich gerade dummerweise nicht gefunden habe. Warum auch immer. Und hier geht's auch, glaube ich, weiter. Oder auch nicht. Doch. Und da haben wir Kiki, der Affe. Rubine liebe ich über alles. 10 Rubine will er haben. Okay, jetzt begleitet er uns ein Stück. Als nette, ja, Hilfe oder Begleitung, als Unterstützung, seelische oder so. Für 100 Rubine öffne ich dir den Eingang. Und genau dafür haben wir unser Geld gespart, habe ich Geld gesammelt. Jetzt habe ich noch 176 Rubine übrig, weil ich nicht genau wusste, wie viel der haben will. Aber gut. So kann es gehen. Und jetzt sind wir im ersten Dungeon der Schattenwelt. Und ich glaube noch zu wissen, dass man zuerst die Außengänge begehen sollte. Und dann hat auch schon mein, ja, Geistesfundus auf, was meine Erinnerungen angeht. Okay, hier haben wir einen Schlüssel. So viel wusste ich auch noch. Scheiße. Scheiße. Herzen, 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 Herzen. Scheiße. Es geht auch nichts über den vollen Energieladungsstoß. Und den habe ich jetzt wieder nicht, weil ich keine vollen Herzen habe. Gut, jetzt nochmal hier außen lang. Diese Käfer nerven. Und hier haben wir einen Teleporter, wo der mich hinführt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Hier können wir das Ding auflaufen. Gut, den ignorieren wir jetzt einfach mal. Laufen hier frei vorne weg. Okay, hier müssen wir aufpassen, dass wir die Dinger töten oder so. Ja, gar nicht mal so einfach. So, und die müssen wir anders besiegen, die Roten. Mit unseren Pfeil und Bogen. Und zwar so. So. Okay. Hatte ich jetzt gerade komplizierte Erinnerung. Schwieriger, aber geht. Dann rennen wir mal hier durch. Hopp. Juhu. Geht ja schon super. Okay, hier sieht's gut aus. Die Dungeon-Karte. Überblick gefällig. Da haben wir ihn. Also, ist schon ein etwas größerer Dungeon. Einmal hier eine Bombe. Und einen kleinen Schlüssel angesagt. Es läuft gut. Muss ich sagen. Hier nochmal eine Bombe. Und hier haben wir Feen. Gut, das Feenlager ist voll. Gut, dann will ich. Ja, dann können wir zurück zum Dungeon. Zum Eingang des Dungeons. Weil wir ja die Außengänge erfolgreich gemastert haben. Also war meine Erinnerung doch noch halbwegs brauchbar. Zuerst die Außengänge zu. Ja, begutachten. Sag ich jetzt mal. Dann geht's hier weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir einen ziemlich brüchig aussehenden Boden. Ob wir hier jetzt direkt hin müssen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich gehe einfach mal hier lang. Und runter. Gut, einen Schlüssel haben wir ja noch, also können wir ja mal hier hoch. Und da haben wir eine Truhe.
Was finden wir? Der Dungeon Key, wow. Das ist flott, dass wir den finden. Und... oh oh, ich glaube, wir haben Probleme. Nein! Ja, die haben wir auch, aber gut, ein halbes Herz können wir ja noch notfalls verkraften. Auch wenn unser Magic Attack Stoß weg ist. Oh, scheiße. Ja, doof. Oh Mann, beweg dich mal schneller. Hier haben wir noch eine Kiste. Müssen mal gucken, können wir das Ding von hier aktivieren? Ich glaube nicht. Sind wir hier jetzt richtig oder nicht? Das ist jetzt eine Frage. Stirb! Okay, wir haben sogar noch zwei Schlüssel übrig. Also gehen wir hier mal lang und hier müssen wir gleich extrem aufpassen. Warum? Genau deswegen. Rennen wir hier mal lang. Das Ding ist schon mal hin. Ist schon mal gut. Dann können wir hier mal lang gehen. Gegner? Okay. Wow. Das war jetzt Glück. Hier haben wir Bomben. Das heißt wohl, dass wir hier Bomben benötigen. Noch ein totes Wesen. Stirb. Ach, hier ist eine Sackgasse. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Oh, nervig. Hier haben wir noch eine Kiste. Und ein Dungeon Key. So. Strafe. Fürs Nerven. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier den Hammer. Das ist das, ja, Dungeon Island quasi. Der Dungeon Gegenstand, den wir unbedingt benötigen. Und ich muss sagen, das läuft ja, boah, das läuft ja scheiße gut momentan. Gut. Dann geht's zurück. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich jetzt hin muss. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich bin nur geflasht, dass ich das so hinbekomme momentan. Scheiße. Scheiße. Der Kompass. Und hier haben wir nervige Brummfliege-Dinger. Die ganzen Dinger sind mir egal. Die ganzen Moneten. Hier haben wir noch einen Schlüssel. Und hier. Ein Pfeil oder so. Sieht beinahe so aus. Aua. Ach man. Das ist so dämlich manchmal. Wenn man so offensichtlich leicht getroffen wird. Hier geht's weiter. 5 Rubine. Gut. Scheiße. Nicht gut, das ist scheiße. Ja, das ist extrem scheiße. Ja, es ist beinahe scheißegal, scheiße. Ein Glück, dass wir ja einen Haufen Feen haben und dass die Dinger hier abhauen. Halbwegs freiwillig. Gut,
Das war jetzt doof, mal wieder. Das ärgert mich auch. Aber, Pech. Ja, hier müssen wir, ja, nicht so, sondern so eine Statue aufschieben. Und zack. Und dann haben wir hier nochmal Gegner, die unbedingt sterben wollen. 1, 2, 3, 4 Schläge und dann ist er tot. Scheiße. Was ich jetzt gerne wieder gebrauchen könnte, wären irgendwie Herzen, aber gut. Muss man halt so durch. Gut, und hier haben wir eine eigentlich einfache Situation, die aber, ja, wenn man es nicht weiß, doof sein kann, wenn man nicht weiß, dass man diesem Typen ja einen Pfeil ins Auge schießen muss. Das ist echt verzwickt manchmal, darauf zu kommen. Gut, hier geht's weiter. Hier brauchen wir den Hammer. Den Hammer. Stirb. So. Es läuft bis hierhin zu gut. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Der Raum des Todes. Weil hier wirklich extrem doofe Mistgestalten rumlaufen, die einen den Tag versauen wollen und uns beinahe umbringen. Gut, hier müssen wir noch irgendwie das Ding verschieben. Und dann sind wir beim Endgegner. Ja. Nicht zu glauben. Meine eigene Dummheit. So, und ich werde auf jeden Fall jetzt noch mal kurz eine Dings benutzen. Eine Fee. Ja. So, ein kleiner Schnitt und dann geht's beim nächsten Mal gegen den Endboss. Mit nur einer Fee, aber meine Dummheit halt, ne? Also, macht's gut.